Alienjagd hier bei Rocket Beans. Mit unserem Raketenraumschiff fliegen wir durchs All und hauen ab, sofern wir böse Aliens sehen. Und dann von ganz weiter Entfernung schießen wir dann unsere Langstreckenwaffen. Das ist der Plan und daran wird sich gehalten. Im Chat wird auch weiter über Aliens geredet und ich werde gefragt, hast du The Force Kind gesehen? Das ist, das ist ein Film mit Mila Jovovich, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Und ich fand den nicht so geil. Der war doch auch so komisch, dass sie haben quasi, sie haben Fake-Aufnahmen à la Blair Witch Project oder so, einfach Fake-Aufnahmen, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff dafür ist, haben sie genommen, von einem Alien-Besuch oder so, und haben die dann aber nochmal nachgestellt. Also sie haben eigentlich Fake-Aufnahmen nochmal faker nachgestellt, damit es irgendwie schöner aussieht. Fand ich ein interessantes Konzept, weil es so ein bisschen wie Blair Witch umgedreht ist, dass man eben sagt, das ist aber wirklich wahr, wir haben es aber hier nochmal nachgestellt, aber hier seht ihr nochmal ein paar Schnipsel von dem Original und beides war falsch, also beides war fake. Das finde ich interessant und lustig, aber der Film selbst hat mich irgendwie null begeistert, ich konnte mich auch nicht wirklich in diese, ich habe das halt immer als das gesehen, was ist, nämlich fake. Und dann kann ich das nicht so ernst nehmen. Und ich bin jemand, der sogar damals bei dieser bescheuerten Alien-Autopsie immer noch so gedacht hat, gut, sieht scheiße aus, sieht aus wie diese Spielzeug-Aliens, die man kaufen und dann den Kram rausholen kann, aber vielleicht stimmt's ja noch. Natürlich war's Quatsch. Aber also ich bin leicht zu beeindrucken und trotzdem fand ich den nicht gut. So, das ist meine kurze, überhaupt nicht hier zum Thema passende Meinung zu diesem Film. Wir haben einen Auftrag für uns bekommen vom Rat. Und wenn der Rat ruft, dann antworten wir mit Gewalt. Wir müssen einen LKW auf einem Damm im Osten Frankreichs retten. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Dafür gibt's Cash. Ach Gott, immer derselbe Mist. Ah, und ich habe nicht genug Leute. Jetzt muss ich kurz was machen. Wir merken uns diese Mission, ich speichere kurz ab. Das ist leider nicht anders machbar. Oder nur mit sehr viel Geduld machbar. Und jetzt scanne ich weiter nach Aktivitäten. Mit ein bisschen Glück. Nee, zu spät. Ja, wäre das zum Beispiel, dieses Feld, wäre das gekommen etwas früher, bevor die Mission weg war, dann hätte ich mich so quasi ein paar Tage nach vorne gemogelt und hätte vielleicht einen Soldaten mehr oder so. Aber das geht nicht. Also muss ich mit den Soldaten, die ich jetzt habe, überleben. Das ist nicht viel. Ich habe nicht mal Max. Soldat auch noch. Auch Leute, ihr könnt ja wirklich, ihr seid ja, oh Mann, ey, okay, du hast die deutsche Flagge, ein Einsatz, ein Kill und denkst, du wärst jetzt hier der ganz große Chef oder was? Ach, das wird nichts mit denen. Aber gut, ich muss ja. Dem gebe ich lieber mal die Laserpistole, auch wenn man die selten benutzt. Das Scope ist schwierig. Also es ist sehr, sehr schwierig, da die richtigen Waffen mitzunehmen, weil man nie genau weiß, was kommt. Scope ist aber immer eine gute Idee, auch wenn der eine Schrotflinte hat. Diese Kombination hier finde ich eigentlich ganz gut. Kurz mal schauen, hat die... Ah, sie hat einen Perk, dass sie zwei Granaten statt einer kriegt. Finde ich auch okay. Sollte man auch so lassen. Ah, Leute, ich habe wirklich ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache, ey. Das wird nichts. Oh, das war die belgische Flagge. Leute, Entschuldigung, belgische Flagge. Naja, komm. Selben Farben, anders angeordnet. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Nein! Nein! Ich habe den falschen Button gedrückt. Ist er wieder zurückgeflogen. Das ist doch scheiße. Mach ich den halt nochmal. Flieg ich halt nochmal hin. Ich nehme dieselben. Wir landen. So, jetzt landen wir auch. Ach Gott, Leute. Ihr werdet es nicht schaffen. Ihr werdet es nicht schaffen. Man muss dazu sagen, ich versuche ja zu spielen, ohne einen Soldaten zu verlieren. Das hat bisher knapp 70 Stunden lang gut geklappt. Gut ist gelogen, streicht gut. Es hat geklappt. Unter Verlust sämtlicher Gehirnzellen, die ich noch habe, hat es geklappt. Erinnerungen nach müssen die Aliens das gesamte Gebiet unter Feuer genommen haben, um den Lastwagen aufzuhalten. Wenn sie das Ding so unbedingt haben wollen, wage ich gar nicht daran zu denken, was sie noch alles schicken könnten, um ihn zu kriegen. Der Damm ist übel zugerichtet. Wir müssen schnell handeln, wenn wir ihnen zuvorkommen und uns den Lastwagen sichern wollen. Das wollen wir. Aber ihr habt es eben gerade schon gehört, es wird, könnte eng werden. Es ist dieser Damm, also eine lange Gerade von ja, Süden nach Nord oder von Südost nach Nordwest oder umgekehrt. Und
das ist scheinbar der LKW und das hier ist wohl das, was ich... Ich bin mir noch nicht sicher, was ich hier machen muss. Öffne die Auslassventile, um den Bruch des Damms zu verzögern. Das kriege ich hin. Finde den Transporter mit der gestohlenen Waffe. Okay, der ist also irgendwo... Mal gucken, wie weit es geht. Uiuiui, das ist aber eine ganz schön lange Kiste hier. Ist das schon... Nein, ist das der LKW? Ich hoffe nicht. Oh, das wird schwierig. Gucken wir mal, ob wir was sehen. Nee, da war nichts. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um... Ich hoffe, ich kann hier hingehen, ohne dass ich einen Alien sehe. Nee, direkt was passiert. Der Damm ist schwer beschädigt. Aber es sieht so aus, als könnten wir sein Brechen hinauszögern, indem wir die Auslassventile öffnen, die sich auf dem Weg zu dem Fahrzeug befinden. Das werde ich versuchen, das werde ich machen. Interessante Strategiebesprechungen auch im Chat. Ich bin ja immer dabei, wenn ihr mir Tipps gebt. Es ist manchmal schwer, weil die einen sagen jetzt, ich sollte nicht immer in Overwatch-Modus gehen am Ende. Ich muss dazu sagen, das hat sich für mich aber bewährt. Ihr werdet gern, könnt ihr auch mal sehen... Ach nee, in der letzten Mission, die ich euch gleich zeige, habe ich das auch gemacht. Okay, aber es gibt Missionen, wo ich das gemacht habe, wo ich nur auf die Fresse bekommen habe, weil ich... Weil ich zu viel im Deckungsmodus geblieben bin oder einfach zu weit rangestürmt bin, ohne wirklich nachzudenken, wo ich Deckung habe. Und ich habe dagegen gemerkt, dass man oft mit diesem Feldposten, man verliert zwar Munition, weil man natürlich doppelt so viel ballert, mehr oder weniger, wenn man Glück hat, als wenn man, oh, was ist das denn? Direkt vor mir. Und noch mit Feldposten. Und noch einer. Oh Gott, da habe ich jetzt natürlich nicht mit gerechnet. Ja, seht ihr, die schießen immerhin. Dass die auf die Entfernung nicht trifft, ist natürlich seinem fehlenden Skill jetzt irgendwie anzukreiden. Aber es wäre schon mal ein guter erster Schuss gewesen, finde ich. Und nur mit Verteidigung hätte ich den nicht bekommen. Da hätte ich mich nur sehr gut verteidigt. Aber ja, wie man es macht, ist es falsch. Der hat nämlich jetzt auch seinen Reflexschuss und der trifft. Gott, das tut richtig weh. Fuck. Richtig mies. Lass mich kurz mal gucken. Der hat, glaube ich, dieser Soldat oder die Konstantina, die Soldatin, hat die denn adaptives Knochenmark? Jawohl. Die Heildauer von Verwundung verkürzt sich um 66%. Der Soldat regeneriert 2 Trefferpunkte pro Runde. Das ist sehr gut. Da ist mir ziemlich egal, ob der getroffen wurde oder nicht. Dann lieber voll, aus voller Nähe. Richtig schön. Mit dem schweren Laser reingerotzt in die Alien-Visage. Oh, Moment, bisschen hier mit dem Höhenmeter spielen. Jetzt kann ich hier hochgehen und sogar das Rohr noch drehen. Oh. Das Auslassventil ist offen, aber das reicht noch nicht. Weiter, Strike One. Leute empfehlen mir zu einem Sniper, der Opportunist als Fähigkeit hat. Und den dann nur noch oben auf als Feldposten benutzen, also von erhöhter Position. Natürlich, klar, hätte ich auch gerne. Habe ich nur leider nicht. Und wenn, ich habe 2 neue Scharfschützen, die sind beide nicht so gut. Die muss ich noch verbessern. Und die sind im Krankenhaus. Also es ist nicht so leicht. Die sind leider auch alle nicht so gut. Meine Jungs zumindest. 94%, 5 Schaden. Ich glaube fast, das kann ich noch erhöhen. Indem ich ganz nah rangehe und auf einen kritischen Schaden hoffe. Na ja, gut, eingeschüchtert und ein Schaden mehr. Da kann er noch seinen Ruf des Blutes machen, das interessiert mich nicht. Denn du bist eh gleich tot. Bam, Leute, so wird der Scheiß gemacht. Wo sind die Aliens? Wo sind die Aliens? Komm, 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 komm doch, komm doch, komm doch. Ja, kriegst auch auf den Sack. Och, du hast 3. 3 Energie, das ist aber süß. Da seht ihr, da schießen meine Leute schon, aber auf die Entfernung sind die leider nicht gut genug. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ist leider genau der Mech, auf den ich nicht gehofft hätte. Da muss ich gleich nochmal speichern erstmal. So, was sagt ihr? Was bedeutet das nochmal, wenn der Alienkopf gelb ist? Was war das nochmal? Eine Weile habe ich gedacht, das stünde für 100%, aber es stimmt nicht. Es steht für irgendwas anderes. Ich habe es aber leider gerade vergessen. Ich bin mir aber sicher, im Chat wird es gleich jemand sagen. Drücke aus.
Es wird hier erstmal von hier mit der Schrotflinte. Oh, Leute, das ist doch nichts. Aber vielleicht kriege ich den Sektoiden damit platt. Natürlich nicht. So, und jetzt zeige ich euch mal was, was mich hier zur Weißglut treibt. Jetzt lade ich denselben Spielstand nochmal und beweise euch, rein statistisch, dass jetzt nochmal dasselbe passiert. Er wird wieder verfehlen. Deswegen macht es das so schwer, wenn man wie ich versucht, keinen zu verlieren. Vielleicht klappt es. Oh, jetzt natürlich Vorführmodus. Wunderbar, es hat geklappt. Normalerweise klappt das nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man dieselbe Konstellation an Bewegung und Schuss hat, dass es dann einen anderen Ausgang gibt, ist eigentlich nicht gegeben. Also, ich würde jetzt aus Erfahrung sagen, mindestens doppelt so häufig kommt nochmal dasselbe. Auch wenn die Quote 80% Treffsicherheit ist. Jetzt ist es hier aber nicht so gewesen, was einen anderen Punkt beweist, nämlich, dass es immer eine Ausnahme gibt. Ab und zu ist es dann eben doch anders, wenn man lädt. Und das verleitet einen dazu, einfach permanent zu laden. Aber es gibt auch Situationen, da habe ich schon 6, 7 Mal geladen, es ist einfach nichts passiert. So. Aber schön zu wissen, dass es ja auch anders geht. Da kommt der Reflexschuss, aber der wird treffen. Aber der wird mich nicht töten. Oh, wie super. Beide daneben. Das ist ja wie ein Geschenk. Als hätten sie mir ihr Leben geschenkt. Mein Leben geschenkt. Oh Mann, ey, ich komme hier einfach nicht zurande. Ich habe zu wenig. Ich komme einfach. Dieses Vieh werde ich nicht killen können. Ich könnte Sturm und Schuss machen. Damit kann ich bis hierhin laufen. Und es ist super, weil ich könnte den hier auf jeden Fall erwischen. Aber den auch, der wäre sogar tot. Aber der macht mich danach platt. Da habe ich nicht die geringste Chance. Ach, deswegen muss ich jetzt lieber erstmal gucken, was habe ich denn? 3 Möglichkeiten zu schießen. Nehme ich erstmal die Rakete. Vielleicht links das Auto, erwischt sogar noch das Alien ganz links. Oh nein, ich hatte 0%. Ja, das ist echt dumm. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe 0% Trefferquote. Das ist keine besonders gute Quote. Sollte man nicht machen, wenn man treffen will. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal laden. Das ist kein Schummeln, Leute. Das ist wirklich kein Schummeln. Das ist einfach... ich möchte einfach, dass das funktioniert. Ich möchte einfach... Oh nein! Aber der hat blitzschnelle Reflexe. Den kann man nicht treffen. Außer beim 2. und 3. Schuss. Das ist doch alles unfair. Da habe ich schon die Reflexe. Ja, dann... Jetzt ist es wirklich Schummelmon. Jetzt wird geschummelt. Eben wurde noch nicht geschummelt. Eben war es noch taktisches Laden. Jetzt ist es Schummeln. So, ich wollte doch auch nur hierhin. Jetzt wollen wir mal gucken, ob beim 1000. Mal jetzt dieser Schuss gelingt oder nicht. Die wollen mich doch verarschen. Jetzt klappt es plötzlich wie am Schnürchen. So, ich will die Rakete hier benutzen. Die kann ich aber nur benutzen ohne... Also ohne mich zu bewegen. 90%, ja. Ach, hier minimal nach links und dann geht's. Okay. Ha! Schweine-Aliens. Einer weg, der andere hat immerhin 6 Energie weniger. Ich kriege ihn trotzdem nicht alle. Ich müsste jetzt wirklich... Schwierig, ob ich eher in Richtung Verteidigung gehe jetzt, weil ich den nicht kaputt machen kann. Weil ich möchte keinen verlieren. Der hier steht relativ sicher. Relativ sicher. Der hier ist total im offenen Feld. Der hier steht relativ sicher. Aber ein Schuss von diesem Mech und das war's. Ich muss kurz mal speichern. Tut mir leid. Ja, Leute von euch sagen, zum Beispiel Rasta Flips schreibt, hab damals bei Enemy Unknown einfach knallhart weitergespielt, egal wer gestorben ist. Macht mir zwar viel mehr Spaß so, aber leider habe ich die, und dann kann ich nicht weiterlesen, habe ich die geschafft. Entweder hat er was geschafft oder was nicht geschafft. Was es ist, werden wir nie erfahren. So. Das ist nicht so einfach, Mann. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich habe nur 2 Schüsse und ich habe keine Granaten. Ich würde am liebsten eigentlich in Deckung gehen. Ich glaube, das ist das Beste. Nein, kein Reflexschuss. Naja, muss ich wohl damit leben. Hoffentlich trifft er nicht. Naja, gut. Kann man auch schon mal einstecken. Bjarne Nielsen hat leider nicht sonst viele Sachen, die ihm helfen. Aber er hat überlebt. Man kann hier vielleicht noch einen Schuss anbringen. Nein,
Bjarne, du bist leider komplett nutzlos, muss man so sagen, wie es ist. Du bist ein nutzloses Subjekt, was in diesem Krieg nicht lange überleben wird. Ah, ich würde schon gerne hier irgendwo eine Deckung finden. Das hier wäre keine gute Deckung. Eigentlich ist nichts hiervon eine wirklich gute Deckung. Es sei denn, vielleicht hier... Ach, ob das klappt. Ich probiere es mal. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich mach's trotzdem. So sollte man im Krieg agieren. Natürlich. Warum geben die überhaupt noch so einen lächerlichen kleinen Sektoiden auf eine Mission? Gleich können wir mal gucken, was gelb bedeutet. Da oben habe ich ein gelbes Alien. Ah, jetzt ist es weg. Ah, dann heißt das wohl, weiß ich nicht. Für irgendwas muss es ja stehen. Durch die Bewegung ist es plötzlich gerade weggegangen. Okay. Ich nehme die 5 Schüsse. 5 Schaden nehme ich gerne mit. Sind aber nur 3, weil der Typ nichts kann. Und vielleicht stirbt er jetzt. Das war nicht so gut. Boah, war ein guter Schuss, kann man nichts gegen sagen. Das war ordentlich. Das löst jetzt natürlich mein ganzes Squad auf. Die sind jetzt alle am Rumpaniken und heulen und rufen nach ihrer Mutter und fangen an, sich die Fußnägel abzuschneiden und zu essen. Oder sterben einfach, so wie Soldat Jacobs. Ah, okay, wenn der Mech nach vorne läuft, muss ich eigentlich nur da bleiben, wo ich sie hatte. Meine Soldaten. Ach, jetzt kriegt er auch noch ein 5er-Schild. Nee, ein 6er-Schild sogar. Ich hasse das ja. Ach so, hier müsste jetzt wirklich, der müsste, Susanna Soldjonova müsste eigentlich eine Sniper-Gewehr-Soldatin sein. Ich habe aber leider im Moment keine. Ihr habt es ja gesehen, ich muss mehr oder weniger mit dem auskommen, was ich noch in meinem Lager hatte. Und das sind nur diese 4 Leute. Mehr ist nicht. Das ist alles. Ich mache hier auch im Tagestakt irgendwelche Missionen. Hm. Hier würde ich natürlich jetzt am liebsten... Ich möchte nicht getroffen werden durch den Reflexschuss. Gut, dann bringe ich erstmal den hier hin. Mal gucken, ob das geht. Nee, da kommt auch der Schuss. Ja klar, ich bin ja auch in seinem Schussfeld. Ah, oh, super daneben gegangen. Ah, oh, das liebe ich. So, jetzt auch nochmal speichern. Ich weiß, jetzt wird es wirklich langsam ein bisschen unfair den Aliens gegenüber. Aber es sind Aliens, die wollen unsere Erde und uns vernichten. Ich finde, da kann man auch ein bisschen unfair spielen. Pam! Oh. Oh, ihr habt nichts gesehen. La 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 la. So, da bin ich wieder. Jetzt mache ich Feldposten. Ich glaube, das wird richtig sein. Hm, okay, vielleicht kann er mich hier treffen. Ich weiß es nicht. Ich versuch's, denn ich möchte ihn, wenn er jetzt gleich auf mich zugelaufen kommt, auf jeden Fall treffen. Ja, gut, okay. Da hat er mich getroffen. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Der trifft auch. Oh, du Arschgeige. Das ist ein ganz schlechter Schuss gerade. Das ist keine gute Quote gerade hier. Okay, aber ich mache ihn trotzdem erstmal alle. Einfach mal gucken, ob ich das doch nicht schaffen kann. Ihr seht ja, was der für Energie hat, ey. Das ist nicht mehr fair. 42, nein, nein, das ist nichts. Oh Mann, mit der Schrotflinte auf die Entfernung. Das kann nur nichts werden. Ja, war klar. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Oh Gott, ich glaube, der hat Autoschuss an, der Gegner. Wenn ich jetzt hier hinkomme und er schießt. Nee, gut. Dann kriege ich ihn jetzt. Oh, da heilt er sich wieder. Alles noch im grünen Bereich, außer bei den Leuten, die eh nichts können. Wie bei dir, Nielsen. Also nur zur Info, das ist nicht Nils. Ich bin noch nicht so weit gekommen, alle meine Charaktere nach Schwarzenegger-Filmen zu benennen. Aber wenn, würde ich das lieber machen als Leute, die ich mag.
Weil dann hat man noch mehr Angst um, in diesem Fall, Bjarne Nielsen, weil man ihm einen Namen gegeben hat von jemandem, den man kennt. Ich weiß, da kommen gleich viele Gegner. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Packen wir es an. Ich mach mal Feldposten. Einmal Feldposten für jeden von euch. Dann können sich die, die die Fähigkeit haben, noch ein bisschen regenerieren. Sehen wir hier. Und ich kann gucken, was der Feind macht. In dem Fall nicht viel. So, was sagt ihr noch? Au, gelber Alienkopf, Gegner flankiert. Ja, das war's. Also es bedeutet natürlich eine bessere Chance zum Treffen. Flankiert ist natürlich von der Flanke, also von der Seite kommend. Ja, kann sich aber, wie ihr gesehen habt, auch schnell ändern, wenn die Gegner einen Schritt weiter links oder rechts machen, kann man sie plötzlich nicht mehr flankieren. Okay, wer von euch kann am schnellsten rennen? Nielsen, aber du hast leider am wenigsten Energie. Nee, Jacobs muss es tun. Boah, das wird echt, das wird nichts. Jetzt habe ich, gehe ich mit 0 Aktionspunkten. Das ist mir egal. Aber jetzt gehe ich mit 0 Aktionspunkten zu dem Drehrad. Hm. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ja, und da habe ich die nächsten Gegner getriggert. Die werden übrigens in XCOM 2 nicht mehr zwangsläufig immer so getriggert wie hier. Also, dass man in die Nähe kommen muss und dann sind sie am Start. Sondern es gibt auch Patrouillen und man kann die Gegner auch mehr so hinterhältig erledigen. Also, das finde ich eine schöne Neuerung. Zu dem, ja, zum bisherigen Spielprinzip. So, den mache ich alle. 58%. Bitte, bitte, treff. Hat super geklappt. Jetzt muss ich hier mit dem langsam mal weg, weil der ist hier echt falsch platziert. Oh, noch ein Tipp von Dead Ohio Sky, der sich sehr gut auskennt scheinbar mit dem Spiel. Auch bei deinen Leuten heißt gelb flankiert. Und wenn das Schild rot leuchtet, also das Schild, glaube ich, hier am Charakter, ihr seht es rechts neben der Energie, dann lauft ihr in eine Flanke rein. Also in eine Flankierung, in eine gegnerische Flanke. Okay, kann ich hier noch... Na gut. Gucken wir mal, was die dünnen Männer jetzt machen. Ein bisschen Glück, schießen sie aus der Entfernung und treffen nicht. Ich meinte damit die Gegner und nicht meine Leute, aber ja, die treffen auch nicht auf die Entfernung. Mit einer Schrotflinte. Ich habe echt ein schlecht abgestimmtes Squad. Zweimal Schrotflinte und kein Mac und... Ah, ja. Mittelmäßige Rüstung. Ich habe einfach von allem zu wenig. Das liegt aber daran, weil ich nur am Kämpfen bin. Nielsen wurde getötet. Nein! Nicht Nielsen! Ja, muss ich wohl leider laden. Mache ich alles für dich, Nielsen. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, einen alten Spielstand gelöscht. Naja. Nehmen wir halt den. Haben wir noch alle? 4 Leute? Jawohl. Ist der Große weg? Der Große ist auch weg. Da, finde ich, haben wir doch dann schon alles Wichtige erreicht. Jetzt laufe ich mal. Ja, 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 der trifft ja nicht. Ich sagte, er trifft nicht. Gut. Den ignorieren wir und jetzt laufen wir immer nur bis zur blauen Markierung und gehen dann in den Feldpostenbereich, um nicht die dürren Männer zu triggern. Ah, doch gemacht. Ja, es ist also der Sichtbereich in diesem Moment, der sie triggert. Ja gut, immerhin hauen sie in eine völlig andere Richtung ab. Das soll mir recht sein. Kriege ich den? Oh Mann, wenn das jetzt nicht klappt. Gut. Wie? Simon, sind wir ehrlich, die Mission zum Scheitern verurteilt? Wieso? Die Rahmenbedingungen sprechen immer gegen mich. Wenn ihr wüsstet, was ihr für eine, was ich für eine Basenverteidigungsmission hinter mir mich habe. 3 verschiedene Alienpanzer, riesige UFOs, den Chrysaliden, da war alles. 26 Aliens, 26 fucking Aliens gegen 5 wirklich miserabel ausgerüstete Soldaten. Noch viel schlechter ausgerüstet als das, weil das war vor ungefähr 10 Stunden. Und ich habe sie geschafft. Nicht, weil ich besonders gut war, nicht, einfach nur, weil ich nicht aufgegeben habe und weil Schummelmon immer noch einen Spielstand hatte,
der noch einen Schritt zurück war. Deswegen habe ich gesiegt. Die Aliens können nichts gegen meine zeitverändernden Fähigkeiten machen. Das war irgendwann wie Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. Einfach, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich kann neu laden. So war das. Ein unglaubliches Gemetzel war das, aber es war ein Riesenspaß, als es vorbei war. Also es geht immer. Man kann jede einzelne Mission in XCOM mit denkbar schlechter Ausrüstung gewinnen. Ich will nicht sagen mit jeder. Es gibt auch Ausrüstungen, da hat man wirklich keine Schnitte. Aber diese Mission hier, die schaffe ich, ohne jemanden zu verlieren. Das garantiere ich euch. Das merke ich schon an den Gegnern, die mir hier ins Feld geworfen werden, merke ich das schon. Da sind keine mega schlimmen Gegner dabei. Ich meine, ich hatte schon Sachen, wo ich einfach nicht mehr konnte als flüchten und ballern. Flüchten und ballern, so lange, bis ich an der Wand stand. Und dann hat man es aber doch irgendwie noch geschafft. So, ich speichere wieder. So, ihr sagt, ich soll neu laden? Nö. Ihr habt ja ein Delay, vergesse ich. Ihr habt ja ein Delay von 20 Sekunden. So, das hat wunderbar geklappt. Jetzt gehe ich hier hin. Mann, kann ich... Hat nicht einer ein blaues Feld nah an diesem Drehrad? Nee, leider nicht. Das bedeutet für mich, ich muss noch eine Mission warten, bis ich das umdrehen kann. Aber ich habe oben rechts noch 3 verbleibende Runden. Mach doch! Egal, 4 Punkte, die rauche ich in der Pfeife, Junge. 4 Lebenspunkte. Die kriege ich, wenn ich morgens 10 Kilometer jogge, habe ich die weniger. Ja gut, okay, das hat jetzt wirklich wehgetan. Verdammte Scheiße. Gut, dann lade ich nochmal neu. Okay, so. Da sind wir wieder. Schnell geht das hier. Jetzt muss ich mir eine andere Taktik überlegen. Hoffentlich wird der hier eigentlich auch abgeschossen. Nein. Gut. Jetzt werde ich erstmal eine Nachladerunde starten. Und zwar gebe ich dazu meine Soldaten in Volldeckung. Da sind sie relativ sicher. Auch da wieder nur relativ. Richtig sicher ist man eigentlich nie. Und jetzt fange ich an nachzuladen, weil das ist echt wichtig. Wir müssen schleunigst zu diesem Lastwagen gelangen. Weil ihr wieder fragt, ich habe kein Medikit im Team, leider. Ich habe natürlich... Ach, komm jetzt! Der Nielsen wieder! Ich habe hier jetzt keins dabei, weil ich keinen Soldaten habe, der nicht verwundet ist, der dieses Perk hat, was aus einem Medikit 3 macht. Und ein Medikit mitnehmen ist fast für den Arsch. 3 Medikits statt einem ergibt, finde ich, mehr Sinn. Oh Mann, da seht ihr, was die Aliens machen. Die haben richtig fiese Waffen. Da muss ich neu laden. Aber man kann es auf die Art schaffen. Natürlich, man kann es nicht am Stück schaffen, das ist klar. Aber auf die Art mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir haben ja noch 8 Minuten, bis ich euch diese Todesmission zeige, die ich schon hinter mir habe jetzt an dieser Stelle. Und bis wir da sind, werde ich hier nochmal mich ein bisschen verteidigen. Gut, dann muss ich wohl gucken, dass ich die entsprechenden Leute jetzt wirklich wie Nielsen in extreme Deckung bringe, sodass sie nicht angegriffen werden können. Das hier sollte klappen. Können Sie in Ruhe nachladen. Der hier auch. Hier war auch sicher. Es ist scheinbar nur die Ecke, die nicht ganz sicher ist. Der kann jetzt nicht mehr nachladen. Ist aber auch nicht schlimm, weil der hat schon volle Waffen. Ah, was mache ich mit dem? Na, auch lieber nachladen. Doch, doch, doch. Die Nachladerunde war schon okay. Falls das hier jetzt nicht klappt mit der Zeit... Dann könnte es sein, dass ich... Oh, na, das geht noch. Dann könnte es sein, dass ich auch noch meinen Spielstand von ganz vorne lade und eben mich extrem schnell nach vorne bewege, um den Lastwagen zu erreichen. Aber eigentlich müsste das reichen. Vergiftet ist scheiße, aber ist auch fast noch nett im Vergleich zu dem, was die anrichten können. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie ich die angreife. Oh Mann, viel zu weit verteilt. Meine... Einheiten müssen auf jeden Fall hier raus. Schnellfeuer. Nee, bringt leider nichts. Moment, kurz mal gucken, kann ich Schnellfeuer auch machen, wenn ich mich noch nicht bewegt habe? Nein, das geht, glaube ich, leider nicht. Weil ich kann Sturm und Schuss, das heißt, ich laufe, renne und kann dann schießen. Ziemlich gut, wenn man sicher ist, dass man trifft. Von hier aus könnte ich zum Beispiel einen erledigen, aber der macht, glaube ich, nicht genug Schaden. Vielleicht, mal gucken. 73% Trefferchance mit der Schrotflinte, das könnte klappen. Oder es klappt nicht. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die wir gerne vergessen. Manchmal klappt es halt auch nicht. Oh, dann gehe ich halt hier hin.
Ah, gehe ich lieber hier hin. Nee, hier hin. Und versuch's nochmal. So, okay. Zwar einer, aber leider kein Grund zu feiern, denn es ist ja noch einer übrig. Aber die dürren Männer, die sind easy, weil die einfach nicht so viel aushalten. Ach, schwierig. Wenn ich jetzt hier hingehe, treffe ich von da überhaupt? Ich könnte mir vorstellen, dass ich von hier gar nicht treffe. Doch, vielleicht sogar ein ganzer. Ja, oh, es ist so befriedigend, wenn die in ihrem eigenen Gassud vergammeln. Und man selbst eigentlich nicht viel mehr macht. Oh, jetzt könnte ich hier mich langsam mal darum kümmern. Ja, das muss ich machen, das ist wichtig. In der nächsten Runde wird dieser Hebel gedreht. Ich weiß, es ist ein Drehrad, aber für mich sind auch Räder, können Hebel sein. Commander, wir müssen diesen Lastwagen sicherstellen, ehe es zu spät ist. Vergiftet, gut, einer wird abgezogen, das ist mir wirklich völlig egal, das hält auch nicht ewig. So, bedient. Das verschafft Ihnen etwas Zeit, um zu dem Lastwagen zu gelangen. Gut, jetzt haben wir wieder drei Runden, kann sich am Ende natürlich alles als ein Fehler herausstellen. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr in den Sturm gehen können, aber ich muss ja auch, hier kriege ich wieder neue, ach, das wird schon klappen, das sollte klappen. Man muss halt auch vorsichtig sein, ich kann ja nicht einfach nur reinstürmen. Ich glaube, wenn ich hier hingehe, ist das eine gute Option. Hoffentlich sehe ich dann auch mal jemanden. Nee? Okay. Bin ich hier im Nebel? Bin ich hier im Gas? Schwierig zu sagen. Weil er hat wirklich wenig Energie. Ich speichere mal. Und versuch's mal. Vielleicht vergiftet er sich nicht. Ja, hat geklappt. Super. Okay, okay, du wirst auch mir schön mal hier rein. Da bin ich safe. Hoffentlich, sei denn, er sieht, sobald er drin ist erst, die Feinde. Ja, genau so war's. Damit haben wir die getriggert. Hoffentlich hauen die nach links ab. Perfekt. Perfekt, alles richtig gemacht. Das bedeutet mehr oder weniger, dass sie erst in der übernächsten Runde richtig angreifen und zumindest jetzt nicht so nah kommen, dass sie mir gefährlich werden. Hier dürften sie auch keine Schusslinie haben. Na, vielleicht gehe ich doch lieber hier in die volle Deckung. Jetzt wird sich bis zum Lastwagen Edge of Tomorrow. Ja, so ist es. Aber versucht's mal auf dieselbe Art. Versucht mal, keine Menschen zu verlieren. Das ist eine andere Art von Spaß. Also klar, es ist nicht das XCOM, so wie man es vielleicht kennt. Aber es hat auf jeden Fall seinen Reiz. Und es lohnt sich auch, wenn man sieht, sie haben es alle überlebt am Ende. Anscheinend schicken die Aliens Verstärkung für die Jagd nach diesem Lastwagen. Ach, scheiß doch auf diesen Lastwagen. Scheiß doch auf den Lastwagen. Oh Mann, auf wen wird er schießen? Auf wen wird er schießen? Ah, es war klar, auf den, der nichts hat. Und schon kriegen sie alle Panik, weil ihr keine Willenskraft habt. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Knall die mir direkt so ein Mac von Latz. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist ja schlimm. Was mache ich denn da jetzt? So, hier können wir nochmal sehen. Flankieren ist das. Das bedeutet flankieren. Ich habe noch 2 Minuten, also kann mir jetzt eh nicht viel passieren. Ich werde hier eh später neu laden und das alles nochmal vielleicht ein bisschen anders machen. Aber die 2 Minuten werde ich euch jetzt einfach mal in diesem Spielstand weiter zeigen. Oh, das war ja super. Habt ihr gesehen? 2-mal mit dem schweren Laser. Das waren 14 Schaden. Da muss ein altes Alien lange für stricken, um so einen Schaden zu erreichen. Was? Echt? Oh, weil der eine panikt, kann ich ihn nicht mehr benutzen. Bestätige. Ja, ja, ja. Ich habe blitzschnelle Reflexe. Und der andere hat sogar noch daneben geschossen. Krass. Ich glaube, ja, jetzt leider habe ich keine blitzschnellen Reflexe mehr. Hat er den einfach so umgewämst aus 3 Meter Entfernung mit dem Plasmaschuss?
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So kann sich alles von 0 auf 100. Oder eher von 100 auf 0. Ja, du auch noch. Komm, heute ist frei für alle. Jeder von euch darf einen Schuss. Ohne Widerworte. So, und so sieht's aus, wenn ein Einsatz fehlschlägt. Getötete Aliens 8, verlorene XCOM-Einsatzkräfte 2. Was lustig ist, weil eigentlich sind sie alle tot. Die anderen sind mehr oder weniger, hängen sie da, bluten aus und die Aliens scheißen einfach drauf. Ja, das gibt richtig Ärger vom, es gibt richtig Schmecker vom Eggert. Da gehen wir kurz nochmal in die Szene danach. Das wird den Leuten nicht gefallen. Da sagen die, wofür gebe ich euch denn die 100 Millionen im Monat? Wenn ihr mir dann nicht mal so eine läppische Mission schafft. Ah, da möchte ich gar nicht wissen, was es für einen Ärger gibt. Wenn es nur etwas gäbe, das wir hätten tun können. Irgendwas, das wir bei unserer Forschung übersehen haben. Laden. Laden ist das Einzige, was hilft. Da habe ich immerhin die Verteidigernadel. Das ist schön. Kriegst einen billigen Blechorden. Aber wir sind trotzdem noch zuversichtlich. Na, seht ihr, da, das ist wie in Europa, da hat man immer noch eine extra Chance. Komm, dann mach's halt beim x-ten Mal richtig. Womit wir jetzt auch schon bei einer ganz besonderen Aktion sind. Und zwar habe ich letzte Woche, als ich noch nicht wusste, dass wir diese Woche XCOM 2 spielen werden, was wir ja nicht gespielt haben, weil es nicht, weil es nicht mehr ging, habe ich für euch in einer freien Minute, in einer freien halben Stunde, eine halbe Stunde XCOM Enemy Unknown aufgenommen. Quasi ein Spielstand, der 2 bis 3 Stunden in der Vergangenheit liegt. Oder eher 2 bis 3 Missionen, was eher 10 Stunden sind, wenn man ehrlich ist. Und da wollte ich euch mal zeigen, was so passiert, wenn man eine bestimmte Stelle des Spiels erreicht hat. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn man sie zu einem falschen Moment erreicht. Nämlich dann, wenn man noch gar nicht bereit ist, eigentlich so viel Verantwortung zu tragen. Und das kommt jetzt als eine Aufzeichnung, aber die ist 5 Tage alt, also ist fast live. Mit einem ganz kleinen Zeitfenster. Wenn ihr jetzt auf dem Merkur wohnen würdet, oder auf dem Mars, oder auf dem Jupiter, oder auf dem Pluto. Auch da kann man noch wohnen, auch wenn es kein Planet ist. Dann würde die Transponder, die Hyperwellengeschwindigkeit, der dieses Sendesignal geschickt wird, auch 5 Tage später, ziemlich genau, wissenschaftlich korrekt ausgerechnet, 5 Tage später ankommen. Das heißt, da ist es live. Insofern, irgendwo ist immer live. In diesem Sinne, jetzt gleich noch ein kleines halbstündiges Video. Viel Spaß damit, danke für die vielen Tipps. Und ich hoffe wirklich, es hat euch ein bisschen gefallen. Es ist mal was anderes. Ich mag ja sonst rundenbasiert nicht so sehr, zumindest in Rollenspielen nicht. Aber hier, finde ich, ist es die Creme de la Creme. Viel Spaß mit XCOM, freut euch auf XCOM 2 und seht jetzt nochmal mir beim Leiden zu bei einer ganz besonderen Mission in XCOM Enemy Unknown. Tschüss.